Hallo zusammen. Hallo. Wir haben es geschafft. Und was wir geschafft haben, das zeigen wir euch nach dem Intro. Genau. So, was wir geschafft haben, das ist, dass wir jetzt wieder in unserem Wohnmobil sind und unsere Ruhe haben. Wir können uns jetzt wieder erholen. Und es ist auch notwendig, denn wir waren jetzt ein paar Tage mit unseren Engeln unterwegs, und zwar mit den Kleinen, und die sind schon ziemlich lebhaft. Ah, ja. Aber wir hatten zum Glück ja schönes Wetter, sodass wir raus konnten. Wir haben einen ganz einfachen Plan gehabt. Wir wollen zum Affenberg nach Salem und dann so noch ein bisschen im Wohnmobil unterwegs sein. Und der Gedanke war, wir fahren an den Parkplatz vom Affenberg. Und da übernachten wir und am nächsten Tag steigen wir dann einfach raus und gehen zu den Affen. Aber da hat uns der Affenberg wohl einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Affenberg, der ist am Bodensee, also Bodenseekreis. Und ja, und der Strich durch die Rechnung war ganz einfach, Wohnmobile dürfen nicht übernachten. Übernachten strengstens verboten. Ein Parkplatz extra für Wohnmobile ist vorhanden, der ist sogar bevorzugt, muss man ganz klar sagen. Ja, er ist fast an der Kasse. Ja, während die Autos die Autofahrer einen Fußweg von 400-500 Meter zur Kasse hatten, waren die Wohnmobile direkt an der Kasse gestanden, aber striktes Übernachtungsverbot, was natürlich extrem schade ist und was wieder etwas eine Einschränkung ist im Bodenseeraum. Die Einschränkungen werden eigentlich immer gravierender, muss ich sagen. Es gibt fast nur noch Campingplätze oder dann Stellplätze, die sich ordentlich bezahlen lassen. Aber das ist jetzt heute nicht unser Thema. Wir sind dann gleich zu einem Ausweichplatz gefahren, nämlich am Heiligenberg. In Heiligenberg. In Heiligenberg, ja. Und das ist ein wunderschöner Stellplatz, der liegt auch prima, ja, hat allerdings keinen Stromanschluss. Die Versorgung ist im Moment, die V&E ist im Moment komplett kostenlos, weil das Ganze, die Versorgungsstation ein bisschen defekt ist. Ist ja auch schon in die Jahre gekommen. Und da steht man für 5 Euro eigentlich sehr, sehr gut. Mhm. Sogar leicht mit Bodenseesicht. Und was natürlich das ganz Tolle ist, da war ein Kinderspielplatz und ein kleines Fußballfeld dabei, was wir dann ausgiebig genutzt haben. Wir waren also 2 Nächte dort. Und das Komische war, in der ersten Nacht, wie wir angekommen sind, da waren wir ganz alleine auf dem Parkplatz gestanden oder auf dem Stellplatz. Und wie wir dann nach dem Affenberg wieder hingefahren sind, da waren dann auf einmal 6 oder 7 Wohnmobile mit uns dort gestanden. Aber das spielt ja keine Rolle, der Platz ist ja groß genug. Etwas schräg, also wir mussten diesmal sogar ein bisschen aufbocken, ja. Was bei uns ja sonst eigentlich sehr, sehr selten vorkommt. Aber wir sind dann mit der Drohne drüber geflogen und der Heiligenberg, also das können wir nur empfehlen, gerade wenn man im Bodenseeraum Urlaub macht, weil es erstens ein günstiger Stellplatz ist, weil Heiligenberg auch ein schönes Schloss hat, was man besichtigen kann, im Moment leider nicht, aber es kommt wieder zum Besichtigen. Und man kann natürlich auch schöne Ausflüge nach Überlingen, Konstanz oder sonst wohin machen oder zum Affenberg nach Salem. Ja, das sind nur ungefähr, glaube ich, 15 Kilometer entfernt, Fahrtstrecke, also überhaupt kein Thema. Und da kann man aber auch wunderbar wandern. Da gibt es Unmengen von Wanderwege. Von Heiligenberg aus. Heiligenberg aus, ja. Ja. Mhm. Und da muss man auch dazu sagen, zum Affenberg, wenn man da mit den Kindern hingeht, der Affenberg bietet also unheimlich viel für Kinder, ein riesengroßer Spielplatz. Dann natürlich die Affen anzuschauen, das ist schon witzig. Es ist allerdings nicht mehr der Affenberg, wie er war vor Corona. Denn vor Corona hat man immer eine Handvoll Popcorn bekommen und da waren die Affen schon am Seitenrand gesessen und haben einen das Popcorn abgeluchst, was natürlich recht amüsant war, wo man auch sehr schöne Bilder machen konnte mit den Engeln und den Affen. Das geht leider nicht mehr, weil es gibt kein Popcorn mehr. Nein, aber es gibt trotzdem, die Kinder sind da hellauf begeistert, wenn sie da die Affen durch den Wald rennen sehen mit den Jungen und die wären gefüttert. Und das ist schon sehr interessant. Also, absolut. Ja, also unsere waren hellauf begeistert. Gibt da ja auch sehr viele Störche. Das ist ja, glaube ich, eine Aufzuchtstation Störche. Ein Storchenkrankenhaus sozusagen. Also ja. Und auch schon auch ein bisschen irgendwie so eine Station. Ja, ja, so Störchestation. Also Unmenge von Störchern fliegen da drüber. Und
Es ist wirklich sehr schön für Kinder angelegt. Also Omas, Opas oder auch Mama und Papas, ein Ausflug dorthin lohnt sich eben. Und mit dem tollen Spielplatz dann in Heiligeberg sowieso. Ja, also wir können den Stellplatz in Heiligenberg nur empfehlen und zeigen euch da mit der Drohne ein paar Eindrücke. Ich bin mit der Drohne drüber geflogen. Der Spielplatz ist ganz toll und das Kleinfußballfeld ist auch super. Mein Enkel hat es gefallen, mein Knie hat es überlebt, ja. Der Opa war der Goalie, und ja, und ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Ich glaube nichts mehr, außer dass wir uns jetzt ein bisschen erholen müssen, weil das ist schon anstrengend, mit so kleinen Kindern unterwegs zu sein. Ja, also wir sind jetzt im Moment in Singen und werden jetzt da einen Erholungswochenende noch in die Wege leiten. Und es war schön. Es ist immer wieder schön mit den Kindern. Wir lassen die Kinder dann immer hinten schlafen bei uns in den Längsbetten Ja. und benutzen dann hier unser Hubert. Hubbett, was eigentlich sehr gut geht. Was natürlich, wenn man nicht an einem Stellplatz ist, deswegen stellen wir uns auch nicht frei hin mit den Kindern, ist natürlich die Toilettenkassette, die muss dann schon täglich entleert werden, Klar, ja. mehrere Personen. Naja. Und man will ja nicht Spaß mit Wasser und mit allem umgehen, also da sollte man schon an einer Versorgungsstation stehen. Das ist, wie gesagt, in Heiligenberg alles gewährleistet gewesen. Und das nächste Mal, wenn wir sie haben, dann fahren wir vielleicht zu einem Campingplatz. Wir können da auf jeden Fall von uns berichten, dass Heiligenberg ein gutes Ziel war und der Affenberg unseren Enkeln sehr gefallen hat. Und jetzt zeigen wir euch einfach noch ein paar Bilder. Ja, die wir gemacht haben und die Drohnenaufnahmen dazu. Ja, das meinte ich jetzt auch mit drin. Und somit können wir uns eigentlich schon von euch wieder verabschieden. Ja. Also, tschüss. Ciao.